Das Kinomassaker von Aurora sorgte weltweit für Entsetzen und hat in den USA mitten im Wahlkampf eine Debatte über ein schärferes Waffenrecht ausgelöst. Der mutmaßliche Attentäter James Holmes muss sich im Bundesstaat Colorado wegen vielfachen Mordes verantworten. Gegen ihn wurden 142 Anklagepunkte verlesen, darunter in 24 Punkten wegen Mordes und 116 wegen versuchten Mordes und wegen Sprengstoffbesitzes. Keine weiteren Fragen. Holmes soll am 20. Juli bei einer Premierenvorstellung des neuen Batman-Films in Aurora ein Blutbad angerichtet haben. 12 Menschen starben, 58 weitere wurden verletzt. Wegen jedes einzelnen Opfers ist Holmes doppelt angeklagt, wegen der besonderen Verwerflichkeit der Tat. Wie ein Mensch zu so einem Massaker fähig sein kann, das wollen auch die Opfer und ihre Angehörigen verstehen. So wie Mary Ellen Hansen. Sie ist die Tante einer jungen Frau, deren 6-jährige Tochter in dem Kino erschossen wurde. Die schwangere Ashley Moser wurde selbst an Hals und Bauch getroffen. Inzwischen erlitt die 25-Jährige eine Fehlgeburt. It was very important to come today to see him. Für mich war es sehr wichtig, heute herzukommen und ihn mit eigenen Augen zu sehen. Ich bin voller Wut darüber, dass sich jemand das Recht herausnimmt, so etwas zu tun. Für mich war es die Gelegenheit, seine Gesten zu beobachten und seine Persönlichkeit zu erspüren und ihn so gründlich zu studieren, wie ich kann. Die Polizei hatte Holmes kurz nach der Tat auf dem Parkplatz des Kinos gefasst. In seiner Wohnung soll der Student selbstgebaute Granaten und Treibstoff gelagert haben. Die Staatsanwaltschaft erwägt nun, die Todesstrafe zu fordern. Was die Todesstrafe angeht, ich bin Christin und ich glaube, dass er einfach weggesperrt werden sollte. Er muss jeden Tag mit dem leben, was er angerichtet hat. Die Todesstrafe wird in Colorado äußerst selten verhängt. Seit der Wiedereinführung in den 70er Jahren wurde in dem Bundesstaat erst ein Straftäter hingerichtet. Das Gericht legte als Termin für die nächste Anhörung den 16. August fest. Bis zum Beginn der Hauptverhandlung dürften noch Monate vergehen.